Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun die Zeit den 15.09.2020. Und unser DAX war zum Montag hier definitiv im Rückspiegel unterwegs. Auch wenn wir von der Lage her eigentlich letztendlich unverändert rausgegangen sind wie zum Vortag. Auf jeden Fall hat er mit dem Aufwärtsgap oben einen Ausbruch simuliert, hat das versucht. Wir haben die letzten Tage immer wieder davon gesprochen, dass der bald anstehen wird. Also das ist auch Fakt halt, ne? Also da gab es schon wieder einige Kommentare, die das so ein bisschen, ja, ich will mal sagen, in den Dreck ziehen, so warum ich oben, was weiß ich, auch meine 13.800 in den Mund nehme, warum ich auch meine 13.600 in den Mund nehme, dass das doch einfach einen Dislike verdient hätte, etc. und so weiter und so fort. Ich glaube, das zeigt, müssen wir nachher mal noch ein bisschen genau auf den Tageschart gucken. Das zeigt mir, dass das noch nicht so richtig in Fleisch und Blut übergegangen ist. Also, es zeigt mir aber natürlich auch, dass irgendwo die Aggressionen langsam ein bisschen zunehmen und dass auch die Nerven offenbar bei den einen oder anderen nun doch ein bisschen gereizt sind. Einfach durch dieses Salz, was wir die letzten Wochen haben. Die ist immer wieder hin und her. Das kotzt natürlich alle die an, die nicht im Intraday-Bereich einfach am Abend ihre Position wieder zu haben. Diejenigen, die halt sich einfach pro Tag ihre paar Punkte immer wieder zusammenkratzen, sondern das reizt genau die, die in Position drinne sitzen und die den DAX oben oder unten raus haben wollen. Also die Erfahrung, die habe ich mittlerweile seit ein paar Jahren jetzt schon ganz gut drinne, dass man anhand eines Kommentars, den ein Nutzer schreibt, schon eigentlich fast den seine Positionierung rauslesen kann. Aber das soll jetzt hier gar nicht Gegenstand sein. Also wir sind auf jeden Fall rückwärts gefahren, haben aber im DAX, im technischen Umfeld jetzt eigentlich hier nicht, ich sag mal nichts geschafft halt, ne? Also wir sind am Freitag bei 13.190 rausgegangen. Jetzt gehen wir bei 13.170 raus. Das sind 20 Punkte Unterschied. Ja, da war ein schönes Aufwärtsgap mit drin, hat aber nicht halten können. Und wir haben da unsere Knoppersregel im Premium-Dienst. Nach der man sich halt am Montag an ein paar Punkten orientieren muss, und der hat dann eigentlich die erste Aktion, die man nach der Regel hätte machen müssen, wäre Short reingehen. Und weil er ganz deutlich, nachdem das ganze Öffnungsgeschrampel durch war, dann halt wirklich nach unten getrieben hat. Und wir hatten oben ja auch gesagt, er müsse hier deutlich über die 300 halt dann auch rausstechen, damit er sich das Aufwärtspotenzial aktivieren kann, hoch bis 350, 360 und mehr, 400. Das ist ihm nicht gelungen halt, ne? Er hat so einen komischen Spike nach oben gesetzt, einmal kurz alles ausgestoppt, was da irgendwie noch long drinne saß oder was short drinne saß vielmehr. Ne? Und hat sich dann den ganzen Tag nach unten gewühlt. Hier unten sehen wir schon so ein deutliches Abdrehen, Abflachen. Und das eröffnet ihm jetzt natürlich wieder oben ein bisschen Punkte für auch einen Rücklauf. Wir sehen das ja einfach die letzten Tage immer wieder. Es geht einen Tag runter, den anderen Tag hoch, den anderen Tag runter, den anderen Tag hoch. Deswegen würde ich jetzt hier fast eher noch einen Rücklauf in den Bereich um, ich sag mal, 260, 280, ähnlich wie wir das letzte Woche, wann war das, Freitag? Ja, ähnlich wie wir das letzte Woche Freitag erlebt haben. Sowas könnte ich mir zum Dienstag sogar ganz gut vorstellen, dass er sich einfach oberhalb der 200 hier nochmal im Bereich um 260, 280 versucht und dann aber auch wieder zurückläuft. Oben muss halt einfach raus. So, und das können Sie finden, wie Sie wollen. Ob sie mich dann dafür bestrafen müssen oder anpöbeln oder anschimpfen müssen, wenn ich was sage, was sie jetzt, was vielleicht ihnen in den Trade nicht reinspielt, das muss jeder selber für sich wissen, ob das gut oder schlecht ist oder ob das die Art und Weise ist, wie sie auch vielleicht wünschen, dass ich mit ihnen umgehe. Ich weiß es nicht. Ich kenne das aus den letzten Jahren ganz gut. Das sind immer, also da, wenn die Leute dann wirklich auch beleidigend werden, wenn die Leute unhöflich werden. Und wenn sie wissen, was wir eigentlich machen, dass wir hier eigentlich zusammenarbeiten halt, ne? Dass ich mich hinstelle und versuche, den Markt so zu reden, dass er sie in den Stopp treibt. Ich beeinflusse den nicht halt, ne? Ich versuche sie einfach nur ein bisschen darauf vorzubereiten, was passieren kann. Und das ist gut gemeint halt, ne? Das ist eine Hilfestellung, die sie annehmen können, aber nicht müssen. Ja, also. Das ist nicht, dass ich ihnen hier böses Blut wünsche oder dass sie hier Verlust haben sollen. Da hab ich doch nichts von. Also das ist vielleicht ein bisschen frei ausgelegt dann. Ich weiß jetzt nicht, wo es herkommt. Aber soll auch egal sein. Ich will bloß sagen, ich kenne das aus den vergangenen Jahren immer wieder, diese Reizbarkeit der Leute, diese, ich sag mal, Nerven blank liegen. Das ist häufig vor Ausbrüchen so. Es ist immer wieder, dass die meisten dann sogar auch einfach hinschmeißen. Und dann kommt genau das, was die haben wollten, sind nicht mehr mit dabei. Das ist ganz, ganz typisch. Und auf Tagesebene
haben wir das einfach zunehmend, dass wir uns immer mehr einspannen, immer mehr eingrenzen, immer näher zusammenkommen. Und seit 3 Monaten geht das jetzt, ne? Dass wir eine Art Seitwärtsphase haben, in der wir so seitwärts hochtreiben. Das, irgendwann reißt das, das geht auch wieder ein Trend über. Und so ein Ausbruchstag, ein Tag, wo der DAX aus einem Seitwärtsmuster ausbricht, Freunde. Das ist ein Tag, an dem der DAX mit, möchte ich behaupten, 99%iger Wahrscheinlichkeit mehr wie 400 Punkte zurücklegen wird. So, und wenn Sie denn jetzt mal gucken, wo wir stehen, und einfach mal so 400 bis 600 Punkte dann für so einen Tag einplanen, sei das über 300 oder sei das aber auch unten raus, dann müssen Sie es mir auch einfach nachsehen, wenn ich sage, dass wir über 300 halt auch echt bis 600 bis 800 laufen können. Weil wenn ein Ausbruchstag kommt, dann kann der DAX das an einem Tag schaffen. Und es wäre normal. Und es wäre der Anfang der Trendphase, der neuen Trendphase. Das heißt, es kann sein, dass der DAX an einem Tag von 13.300 auf 13.800 steigt. Das sind ja nur 500 Punkte. Da können Sie mich beleidigen, wie Sie wollen. Es bleibt einfach dabei, dass das nur 500 Punkte sind. Oder mir attestieren, dass die Analyse schlecht ist oder wie auch immer. Aber es bleibt dabei, dass es nur 500 Punkte sind. So, und wenn der das macht, dann läutet der einen neuen Trend ein, weil das wird ein Einbruch, ein Ausbruch. Und dann kann das durchaus sein, dass er über 13.800 auch Bewegung aufnimmt und weiterläuft. Das wäre das Szenario, der DAX bricht oben aus. Es kann aber auch sein, dass der DAX unten ausbricht. Ja, das habe ich nicht in der Hand. Das kann ich auch nicht entscheiden. Ich kann auch nicht sagen, das wird hundertprozentig so oder so kommen. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn denn irgendwann dieser Ausbruch jetzt mal kommt in den nächsten Tagen, und es wird nicht mehr lange dauern. Also ich glaube nicht, dass es 2 Wochen noch dauert. Das würde mich mehr als wundern. Ich gehe sogar fast davon aus, dass es diese Woche noch klappt. Ja, dass wir diesen Ausbruchstag bekommen. Also wenn der DAX unten rausgeht und ich sag mal, sich unter 13.000, unter 13.100, unter 13.000 legt und von dort diesen Ausbruchstag zündet, dann stehen wir bei 12.500. Und dann fängt auch dort die neue Trendbewegung an. Und das ist einfach was, wo ich versuche, Sie darauf vorzubereiten, dass auf Tagessicht wir sehr, sehr, sehr lange hier schon festhängen, ja, in diesem Seitwärtsgescharre, über 3 Monate, nachdem wir 1, 2, 3 Monate angestiegen sind, nachdem wir gut über einen Monat gefallen sind, jetzt 3 Monate zur Seite. Also er wird wahrscheinlich, wenn er jetzt ausbricht, nach oben oder unten, auch nicht bloß 1, 2 Tage dann in die Richtung gehen, sondern auch mal wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder sogar 9, 10, 11, 12 Wochen in die Richtung gehen. Na? Und von daher, ich versuche Sie einfach nur darauf vorzubereiten, dass wir hier auf Tagesebene halt eine Phase sehen, eine Marktphase, die halt zeitlich durchaus langsam sich einfach zu eng zieht, zu schachert, und das kündigt in meinen Augen einen Ausbruch an. Na, also ich könnte mir ihn immer noch unten vorstellen, aber ich sehe den oben ganz genauso. Es ist für mich oben, es wäre für mich völlig, völlig legitim, wenn er den auch oben bringt. Und es würde damit anfangen, indem der DAX das obere Tagesband aufzieht. Und deswegen werde ich jedes Mal, wenn er oben am Band steht, werde ich Ihnen das immer wieder sagen. Und da ist es mir ganz, ganz ehrlich, es ist mir sogar egal, wenn Sie an diesem Tag kleines Geld da oben verlieren, weil Sie zum Beispiel eben auf den Long setzen und den hinten rausgeschlagen kriegen. Es ist mir 10-mal lieber, als wenn ich Ihnen jeden Tag sage, der kommt hier rein, der kommt immer wieder zurück, traden Sie nicht nach oben raus, traden Sie immer wieder zurück, und Sie machen hier 1, 2, 3, 4, 5% plus jeden Tag immer wieder 1% drauf, immer wieder 1, 2% drauf. Und ich weiß genau, dass der ausbricht, und ich sage es Ihnen aber nicht, weil ich mir keine dummen Kommentare anhören möchte. Ne? Sag's Ihnen nicht, und weiß genau, in dem Moment, wo er ausbricht, verlieren Sie nicht 1, 2, 3, 4, 5%, die Sie hier gut gemacht haben, sondern es sind 20, 30, 40% weg. Gerade, ne, bei denen, die überhebelt im Intraday rumtraden, ist es einfach so, dass diese Ausbruchsbewegungen, wenn man sie nicht kommen könnte, das sind die Depotkiller. Das sind immer wieder die Tage, an denen wir die Leute in Scharen wegrennen sehen vom Markt, weil sie sagen, sie haben die Schnauze voll, sie lassen das mit Trading, sie sind dazu zu doof, sie kriegen es nicht hin, jetzt haben sie wieder an einem Tag alles verloren. Und das kann man einfach vermeiden halt, ne? Und darauf versuche ich sie nur darauf vorzubereiten. Das wird nicht mehr lange dauern. Dann kommt wieder so ein Tag, wo wirklich jeder, der nicht darauf vorbereitet ist und hier ohne Stop-Loss im Seitwärtsdrin rumhandelt, einfach das Ding gegen die Wand fährt.
wenn er zu aggressiv da drin arbeitet, okay? Also sehen Sie mir das bitte nach, dass ich Sie vorbereite. Ich mache das nicht aus Schikane oder weil ich dann am Abend zu Hause mit mir sitze und denke, hahaha, jetzt haben Sie alle falsch gelegen heute. Nein, es ist wirklich, das ist meine feste Überzeugung und ich sehe das Risiko, ich schätze das Risiko als erhöht ein und werde deswegen das immer wieder zum Thema bringen, sobald wir da oben sind. Und wir werden auch immer wieder sagen, was wäre, wenn nicht? Ne? Wenn kein Ausbruch kommt, wenn Schwäche kommt und so weiter und so fort, damit sie auch diese Alternative haben. Ne? Wir haben zum Beispiel heute auch im ersten Update geschrieben, wir warten hier, ne? Damit wir eben nicht ins Boxhorn getrieben werden, sondern warten, ne? Weil sich das jeden Montag bewährt macht und gehen erst ab einem bestimmten Zeitpunkt dann in die Richtung mit, die der Markt vorgibt. Und die gehen hier tatsächlich abwärts. Ja, so, Punkt. Und ich würde so einfach immer wieder rangehen, die Muster nehmen, die Marken nehmen, die Ausbrüche auch versuchen, wenn ich oben einen Fehlausbruch feststelle, wenn der Markt das einfach nicht anbietet, wenn ich sehe, der drückt da eine fette rote Kerze weg, da wo er eigentlich steigen soll, dann gehe ich doch aus dem Trade wieder raus. Also so viel Verstand und so viel Selbstdisziplin sollte dann auch da sein, dass man wirklich sagt, nee, pass mal auf, hier passiert absolut nicht das, was ich haben will. Jetzt rede ich mir nicht den Chart zurecht und gehe in die Richtung weiter und baue vielleicht noch mein Minus aus oder was. Nein, sondern ich beende die Position, warte auf die nächste Situation, wo sich vielleicht was Gutes anbietet und halte mich zurück oder gehe vielleicht sogar dann entsprechend Short mit halt, wenn ich sehe, der ist schwach. Na, so, als Abbruchbedingung für den Montag hatten wir die 13.100 benannt. Die 13.100 war das Gegenstück zu 13.300. Oben haben wir einen Fehlausbruch gesehen. In der Regel macht der DAX, wenn er oben einen Fehlausbruch probiert, unten dann einen Fehlausbruch. Oder zumindest einen Ausbruchsversuch. Manchmal klappen die auch. Ja, deswegen würde ich schon sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es unser DAX unter die 13.100 zum Dienstag probiert, erhöht. Aber auch hier heißt das natürlich wieder nicht, dass er das auch hundertprozentig machen muss. Wenn der DAX aber hier Schwäche rumhantiert, wenn der sich auch unter die 13.135 rumtreibt, eigentlich reicht mir reicht dafür wirklich schon, wenn der unter 13.150 rumdödelt, dann gehe ich davon aus, dass der sich hier runterschlängelt. Und es kann gut und gerne 13.60 werden, hier in diesen Klumpen rein. Sehen Sie das hier? Sich Linien bündeln, das würde ich für nicht unwahrscheinlich erachten. Na, bis, ich sage mal, Überschuss 13.20, 13.000. Na, das wäre jetzt so der Bereich. Das würde einfach gut passen, dort zum Dienstag einmal reinstechen und wieder zurück. Fände ich ganz passend. Und dann müsste man gucken, wie verhält er sich zum Nachmittag. Ne, kommt zum Nachmittag nochmal ein neues Tief. Dann auf jeden Fall aufpassen. Dann kann der DAX auch bis 12,69 abgegeben werden. Und unter 12,69 kommen wir langsam wieder in den Punkt, wo auch unten ein Ausbruch möglich wird. Und wir deswegen die Ziele einfach größer aufziehen müssen. Auch hier, ganz egal, ob Ihnen das gefällt oder nicht, das ist dann einfach Tatsache. Ja, das ist nicht einfach Wunschvorstellung oder Fehlinterpretation, das ist halt einfach so. Ja, und umso tiefer das geht, umso mehr Risiko macht er sich dann nach unten auf. So, auf der anderen Seite oben haben wir, wie gesagt, hier so ein bisschen dieses typische Seitwärtsverhalten, dieses Seitwärtsaufwärts. Ne, startet der DAX über die 13.200, würde ich schon denken, 260, 280, das wäre ein guter Punkt, wo er zurückdrehen könnte, nochmal auf die 200 vielleicht sogar zurückkommen könnte und dann hier einfach wieder Seitwärtswünsche macht. Wir haben letztendlich am Montagnachmittag, am Montagabend auch nichts anderes gesehen, wie einfach wieder mittig in diese Freitagsrange rein unserer Seite. Ja, das heißt, der DAX wartet auf Impulse, der DAX wartet auf etwas, was ihn zieht. Die Amerikaner scheinen es nicht zu sein. Die haben gezogen, DAX hat sich nicht mitziehen lassen. Für mich auch wieder ein Beleg, was ich auch immer wieder sage. Wir analysieren jeden Markt für sich, ne, und sagen nicht, wenn die Amerikaner steigen, muss der DAX auch steigen, weil wir sehen hier zum Beispiel die Amerikaner alle gestiegen und der DAX eine komplett rote Tageskerze gesetzt halt, ne. Das heißt, es kann nicht 1 zu 1 sein. Dow Jones, S&P, DAX, Nasdaq und so weiter. Geht nicht. Na, weil das sieht man auch oft, dass es eben nicht 1 zu 1 beide steigen. Wenn der eine 2% macht, macht der andere 2%. Es ist halt einfach nie so. Ne, es ist mal so, dass der eine vielleicht 2% steigt, der andere steigt 1,5 oder 1%. Ja, aber es ist trotzdem immer unterschiedliche Bewegungen. Okay? Gut. Oben dann, wie gesagt, die 13.300 ein bisschen im Blick behalten. 13.315 geht der Markt darüber, geht er auch über 13.65, aktiviert er sich erneute Chancen, oben einen Ausbruch zu machen.
Und das probiert das so lange, glauben Sie mir, bis wirklich keiner mehr probiert. Und dann bricht er aus. Und dann rennt er die ganze Strecke nach oben durch. Und ich würde deswegen schon sagen, also ich persönlich würde es probieren. Ich würde sogar in Kauf nehmen, da oben einmal ausgestoppt zu werden, na, um trotzdem das Szenario einfach anzutreten. Na. Und wenn es anläuft und ich verdiene damit ge mehr Geld, als ich hier riskiert habe im Einsatz, vollkommen okay. Okay, so, das sind die beiden Punkte, wo ich Spielraum sehe. Das ist einmal die 260, 280, also auch hier drüber dann Long-Chancen oberhalb von 13.300 und unterhalb von 13.150 würde ich mich eher nochmal auf ein schönes Vormittagstief zum Dienstag einstellen, um die 13.60 bis 13.20 rum. Ne, und alles, was drunter geht, wäre dann schon wieder deutlich negativ, deutlich bärig, mit Ausbruchschancen auf der Unterseite, beziehungsweise da auch ein bisschen mehr draus zu machen. Aber da muss man gucken, wie verhält das sich. Muss er auch zum Nachmittag mit den Amerikanern nochmal richtig Stress reinbringen. Ob die da so Bock drauf haben, so wie die im aktuell aussehen, weiß ich nicht. Könnte dann, ja, also müsste man wirklich aufpassen. Wenn er sich nur ein Vormittagstief zum Dienstag macht, zieht er sich in der Regel dann auch zum Mittwoch wieder deutlicher hoch. Nein, dann wird er wahrscheinlich zum Mittwoch wieder an den 260 anlaufen und so. Ja. Gut, okay. Dann soll es das von der Seite nochmal sein. Wie gesagt, sehen Sie mir das nach, wenn ich vielleicht auch da mich ein bisschen über den einen oder anderen drüber stelle. Ich mache das echt nicht, um Sie zu ärgern oder um mit Absicht den Markt in eine Richtung zu reden, wo Sie den nicht haben wollen. Das ist. Gehen Sie mit vernünftigem Menschenverstand daran. Warum sollte ich das tun? Und warum sollte der Markt überhaupt das dann machen, nur weil ich das sage? Ne, also bitte da, das soll eine Hilfestellung sein. Bitte nehmen Sie es auch als solche wahr. Wenn es für Sie keine Hilfestellung ist, gucken Sie die Videos einfach nicht, bitte. Ja, aber es ist doch nichts, was ich mache, um Sie zu ärgern. Also das einfach nur, weil da heute wieder komische Mails kamen und auch einige Kommentare, so, die ich nicht nachvollziehen konnte. Oder die mir einfach zeigen, dass hier, dass die Art und Weise, wie man mit mir versucht zusammenzuarbeiten, nicht die ist, wie ich mir das vorstelle, einfach. Ne? Das ist, ja, wir sitzen ja alle in einem Boot. Ja, und versuchen alle den DAX auszuschlachten. Zusammen. Irgendwo. Sie mit mir, ich mit einigen von Ihnen. Beteiligen sich ja nicht alle dran. Ja, manche, die nehmen nur, die geben nicht so wirklich. Aber das ist auch vollkommen okay, es ist ja ihr Recht. Gut, Freunde. Also, ich mache hier zu. Maximale Erfolge zum Dienstag, gutes Gelingen und bitte die Nerven runterfahren. Im Zweifel die Position halt einfach ein bisschen ausdehnen, damit das Stresslevel nicht so hoch ist. Dann wird man auch nicht motiviert, doofe Kommentare zu schreiben. Na, das ist Fakt. Wer im Gewinn ist, wird nie dumme Kommentare schreiben. Das gibt's nicht. Das ist nicht so. Ja, das ist, ja, Punkt. Alles da. Maximale Erfolge und ich wünsche Ihnen wirklich, dass Sie was rausgezogen kriegen. Ja, das bitte. Punkt. Tschüss.